Brenn ja! Der will nicht mehr aufhören zu brennen, ne? Ja, kann ich auch vergessen. Wenn er gerade nicht am richtigen Platz steht, ne? Das ist echt nölig. Jetzt brenne ich schon wieder. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich krieg von ihm zwar echt eine coole Sache. Ich mal behaupte, dass es den Aufwand auch wert. Ich verliere deutlich mehr Energie gegen den, als ich vermutet habe. Ernsthaft. Energie ist ja nicht mehr feierlich hier. Nerv ich doch nicht. Ha! Komm, einmal noch. Dann haben wir dich. Wow! No! Ich ergebe mich! Das tat echt weh! Musste das denn sein? Hier, nehmt den Drachentrank und lasst mich in Ruhe. Trinkt ihn, wenn ihr ihn braucht. Er gibt euch einen hitzefesten Panzer und lässt euch Feuer speien. Und nun verschwindet! Jetzt habe ich ein bisschen Mitleid, weil er wollte eigentlich wirklich nur seine Ruhe haben, ne? Und ich bin voll auf den Sack gegangen. So, und jetzt haben wir unsere Drachenrüstung. Ihr könnt Feuer speien! Fand ich früher so geil, als ich damals den Cheat hatte mit allen Waffen und so und allen Leveln, war das einfach meine Lieblingswaffe. Ich hab's so gemocht. Gut, aber jetzt, wir haben jetzt schon wieder viel zu viel Energie verloren. Das ist unglaublich, ne? Ich weiß noch nicht, wodurch schon, ne? Weil ich habe ganz viel Leben gelassen durch Feuer. Brenn hat mir offensichtlich gerade sehr Spaß gemacht in dem Kampf. Aber hey, so ist es nun mal. So, du bist auch tot. Alle fertig mit der Welt. So. Wo ist die Energie? Ja, ich brauch sie leider wirklich, ne? Ich hab halt nicht mehr so viel. Hups. So. Naja, also kriegt er leider nicht hin, den schnell genug zu töten, bevor er seinen ersten Schlag macht. Aber einmal ausweichen geht und dann läuft das für eine Mark. Naja, es war dumm. Zu dumm, dumm. Der Kelch kann jetzt eingesammelt werden. Das heißt für uns, zurück zum Anfang. Aber wie gesagt, müssen wir so oder so, weil wir die Sternenrune ja noch einmal einlösen müssen. Gut zum... Ich glaube, das war ganz gut, oder? Was habe ich da gerade? Was soll ich da gerade kaputt machen? Ah, hier bin ich falsch, okay. Das heißt, da kam ich her, okay. Sieht hier aus? Ah, hier, guck mal. Nerv mich nicht. Ach, komm. Nein! Mach mich nicht schwach. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Rantasten. Warum kann ich die Kamera nicht drehen? Ich will wissen, wo ich hinlaufe. Kein Levelende. Lass das Levelende. Nicht! Der hat mir das Schwert gestohlen. Der Penner. Ich werd wahnsinnig. Okay. Mann! Das ist unglaublich, ne? Diese nervigen Kackfledermäuse. Ich muss den Seelenkelch natürlich noch holen. So, aber jetzt dürfte vielleicht eine Wahrscheinlichkeit bestehen, dass ich gegebenenfalls, wenn ich ganz, ganz lieb bitte sage, vielleicht, nachdem ich den Seelenkelch eben vielleicht doch mal geholt habe, ich frage mich gerade nur, wie komme ich denn wieder zurück? Sag mal. Töte es doch! Bevor es Eier legt. Naja, gut. Bin ich hier richtig? Ich sehe nichts. Das kotzt mich gerade sowas von unfassbar an, ne? Ja, ich bin jetzt hier auf jeden Fall dahin, wo ich möchte. Ich laufe jetzt sehr vorsichtig. Ich weiß, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Doch, ich könnte sterben. Und wenn ich sterbe, wäre das nicht sehr schön.
Aber wunderschönes Level auch, ey. Guckt euch das an. Aber mal kurz die Szenerie genießen. Ich find's echt geil. Oh, was für Ideen, echt, ey. Ja, von der ganzen dreckigen Pampe, ne? Also wenn man sich das mal wirklich so von der Entwicklung her mal anschaut, ne? Der ganze Friedhofsbereich natürlich sehr trist, sehr friedhofsmäßig halt, ne? Mit Highlight und mit dem Highlight das Bergmausoleum. Über diese relativ bunten Felder vom Vogelscheuchenfeld, dann über die Kürbisgeschichten, die auch noch relativ farbenfroh waren, aber ja doch farbenfroh eigentlich schon. Dann der Kontrast zu verlorenen oder zur schlafenden Stadt oder zum schlafenden Dorf. Mein Gott, ich bin zu konzentriert, nicht zu sterben. Geht's doch einfach durch! So, leck mich. Genau, über dann halt das Asyl und alles, was halt auch sehr trist war, und den Zauberwald. Und dann die ganze tote Matschepampe, ne, die halt noch trister war. Der Totentümpel und dann der See, mit dem Highlight, was dann im Untergrund wäre geschah. Wäre das keine tolle Touristenattraktion? Hier sehen Sie den mächtigen Schildgard. Daneben den letzten Zentauren. Oh, und der Hans Wurst da drüben ist Daniel Fortescue. Der möchte gern Held. Ich wollte gerade sagen, mit Hans Wurst meint er doch bestimmt mich, der Sack. So, bitte, bitte, bitte. Nein, ich krieg schon wieder eine Waffe. Warum tust du mir das an, Spiel? Naja, gut. Na du? Alles fit? Daniel, endlich. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich weiß, ihr habt ein Heldenherz, Daniel. Los, zeigt es ihnen. Wollt ihr meine magischen Blitze mitnehmen? Ich hab zwar nicht viele, aber sie sind sehr stark. Na dann los. Und beißt die Zähne zusammen. Ach, entschuldigt. Nun lebt wohl, das Volk von Gallomer verlässt sich auf euch. Jo, dankeschön. Und wir haben Blitze erhalten. Oh mein Gott, Waffenmeister Dan. Ja, die sind ein bisschen schwieriger zu handeln, weil ich habe hier nur 100% von den Blitzen und zieh schon was ab. Nee. Doch, zieht wohl was ab. Oh mein Gott. Okay. Werde ich vielleicht mal irgendwann benutzen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Schuppenfreier Schuppenschutz. Meine letzte Waffe ist das. Und was steht hier? Reagiert blitzschnell. Uah. Sonst haben wir sie, glaube ich, alle, ne? Jo. So, nee, Moment. War falsch. Dich wollte ich doch haben. So. Pions. Ich könnte eigentlich, fällt mir gerade mal ein, ne? Wäre voll clever, wenn ich mir mal meine Hähnchenkeulen benutzen würde. Andererseits bekomme ich die auch nochmal wieder irgendwie. Ich weiß das nicht. So, weil jetzt haben wir nämlich noch ein weiteres Level freigeschaltet, was bei mir immer in Vergessenheit gerät. Nämlich die Geigenschlucht. Die Geigenschlacht. Wobei das ist auch ein Level, wo man eigentlich nicht weiterkommt, wenn man das von eben nicht gemacht hat. Willkommen in der Geigenschlucht, dem luxuriösen Rückzugsort für verurteilte Kriminelle. Unsere Attraktionen beinhalten die Spitzstangenrutsche, die Schlangenbahn und unseren absoluten Publikumsrenner, die Seilschaukel. So, weil da hing ich früher echt auch immer fest bei dem Level. Ich greife aufgrund der Tatsache, weil man hier was Bestimmtes braucht, um weiterzukommen. Was ich eigentlich auch hatte, aber nicht gerafft hat, dass ich das da einsetzen. Weckt ja nicht die Schlange von Gallomer. Dieses mächtige, übernatürliche Wesen wird irgendwo hinter den Wänden dieser Kluft festgehalten. Wenn ihr auf sie trefft, lauft! Okay! Oh, 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 oh! Danke, 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 danke. Ich lade noch mal ein bisschen mehr auf. Der bringt zwar nichts, aber sieht schön aus. Ihr Penner! Fums, fums. Man kann die leider nur frontal angreifen, die Schweine hier, ne? Ach, hier gab es ja noch die Mumie. Was? Du lebst noch? Die Mumie gab es hier auch noch, ne? Fällt mir auch gerade ein. Was ist das? Eine Rune. Die Fetten da, ne? Genau. Die legendäre Drachenrüstung wurde von Drachen einer längst vergangenen Ära geschmiedet. Sucht noch übrige Drachen, um diese mächtige Rüstung zu erobern. Habe ich doch schon längst erledigt, Fräulein. Ich kann noch ein bisschen auf die Fresse hauen.
Wie, du tust mir weh. Okay. Ich denke, dass du mich jetzt so verletzt, indem du einfach, keine Ahnung, nach vorne fällst. Ein toter Drache. Nur ein toter Drache ist ein guter Drache. Bisschen Gold. Was ist denn da passiert? Okay. Ich weiß nur, warum da schon Knochen sind, aber noch Blut. Ah, die gab es ja auch noch. Alter, ich habe so viel vergessen von dem Gedöns. Ihr könnt das Drachenflammentor nicht passieren? Nutzt diesen Alternativweg nur, wenn keine andere Wahl besteht. Und kehrt zur Gallomer-Karte zurück. Das ist eigentlich sehr gut, weil wir haben hier natürlich den Lebensbrunnen. Man kann hier eigentlich perfekt Energie sammeln. Aber komm, wir versuchen mal unser Glück. Wir gehen über studieren. Ich mag die Gegner. Die sind so schön lahmarschig. Hallo? Nein! Trotzdem schaffen sie es trotzdem, mich zu treffen. Diese magische Barriere wurde von den Drachen von einst erbaut. Nur wer tapfer genug ist, die Drachenrüstung zu tragen, darf dieses Flammentor passieren. Da zähle ich mich wohl mal dazu, ne? Aber machen wir später. Ich will mich erstmal hier zu Ende umschauen. Habe ich hier noch so einen Lebensbrunnen vielleicht? Ich wäre dem sehr verbunden. Ihr mit euren Kackspießen im Bauch, echt. Nervt mich nicht. Guck mal, sehen, Kelch. Eine Energieflasche. Und noch ein Gegner, den ich total übersehen habe. Scheiße. Oh Mann. Ey, die nerven echt. Kann ich nicht anders sagen. Oh. Na, ihr? Oh, die sind aber auch zielstrebig. Was sei jetzt endlich alle Geschichte? Ach, die kann man. Okay, man kann ihn so ausweichen wie so ein Stierkampf. Torero, so heißen die Typis, ne? Okay. Nun, viel ist von mir jetzt nicht mehr übrig, ne? Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, Scheiße. Weil ich weiß halt, was mir erwartet. Und ich weiß aber nicht so genau, wie ich dem entkommen kann. So, jetzt müssen wir hier einmal die Drachenrüstung tragen. Nee, selbst wenn es nicht funktioniert, ist halb so wild. Kommen wir nämlich hier locker durch. Und können ein bisschen burnen. And it burns, burns, burns. So, kommen wir wieder zurück, ne? Bist du des Wahnsinns? Bist du jetzt mal fertig hier mit deiner Flamerei? Kein Problem mit. Nimm mal den hier. So, nochmal Drachenrüstung als Sekundärgedöns. Hallo! Scheiße. Das ist natürlich richtig scheiße. So, 90% haben wir schon mal. Und die Frage: Noch mehr Gegner oder? Scheiße! Ja, es ist die böse Schlange. Die möchte mich töten. Die mag mich nicht sehr gerne. Und die zieht richtig gut Energie ab. Das Problem, was ich habe. Ja, ich werde jetzt gleich sterben. Ja. Tja, ist halt so, ne? Nur weil ich zuvor bin, Energie zu sammeln. Ne, gut, dann werde ich auf jeden Fall zum nächsten Mal machen. Ich werde meine Energie hier wieder aufladen. Ich werde jetzt aber hier für heute auch aufhören, ne? Weil geht ratzefatz. Dreimal hier ins Level rein, habe ich wieder fast voll Energie. Ja, dann würde ich dann beim nächsten Mal hier an dieser Stelle in der Gangschlucht auch direkt weitermachen. Finde ich aber ganz nice, weil im Endeffekt gibt es hier halt eine Möglichkeit, nochmal offiziell dann auf die Map zurückzukehren. Sodass man dann das, was man eingesammelt hat, dann auch noch weiterhin hat. Ne? Also sprich die Energie, die man sich geholt hat. Weil ich kann es ja mal demonstrieren, wie schnell das geht mit der Energie. Das habe ich früher auch immer ganz gerne mal genutzt. Vielleicht packe ich, muss man doch kaputt machen. Oh, ich lasse sie einfach nicht an mich rankommen. Unantastbar. So, guck mal, voll. Ne? Abhauen, abhauen, abhauen. Springen, abhauen. Springen und tschüss. So, jetzt dürfte ich eigentlich wieder. Was? Hast du nicht irgendwas gesagt von wegen? Ihr könnt das Drachenflammentor nicht packen.
Ja. Achso, muss erstmal das Buch lesen. Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, und so einfach geht das, ne? Gut, jetzt haben wir zumindest schon mal ein bisschen Energie, ne? Ne, aber da mache ich dann hier weiter. Vielleicht lasse ich es auch so, wie es jetzt ist, ne? Weil jetzt habe ich ja schon mal ein bisschen Energie. Jetzt kenne ich die Gegner ein bisschen. Und selbst wenn, hey, selbst wenn ich das nächste Mal das nochmal spielen muss, dann ist es halt so. Ist ja halb so wild, ne? Frisst ja kein Brot. Nee, aber macht richtig Hammer Bock, das Spiel echt, boah. Ey, will ich das nicht let's playen? Ich glaube, ich hätte es wirklich an einem Tag durchgespielt, ne? Also komplett. Also vielleicht nicht auf, ja, vielleicht auch auf Platin. Ich kenne die Profilien jetzt nicht, ne? Was man nur holen muss. Aber ich hätte mir das so reingeballert, ey, es ist so gut. Das macht wirklich richtig Bock. Ja, viele, also zumindest einige von euch haben jetzt gesagt, komm nicht ans Original ran und so. Mag ja auch sein, muss es ja auch nicht, ne? Aber ich finde, es ist halt eine sehr schöne Wiedererweckung des Spiels, ne? Sehr originalgetreu, wie gesagt, die originalen Synchros, die Mucke, passt alles super zusammen. Die Level sehen hammergeil aus bisher. Vom Spiel als solches her, also die Spießviecher hier zum Beispiel, kommen jetzt viel schwieriger vor als früher. Genauso auch wie die Vogelscheuche, so ein Vogelscheuchenfeld. Ist einfach gut, kann man ja anders sagen. Gut, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr auch ähnlich, dass euch das Spiel gefällt bis hierhin. Dass euch das Let's Play natürlich auch gefallen hat bis hierhin. Und ja, dann sehen wir uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier wieder in der Geigenschlucht sind. Dann zumindest mit doppelt so viel Energie, wie wir im Vorfeld reingegangen sind. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Verteidigungsfähigkeiten, gerade was die Mumien betrifft und auch diese, ja, laufenden Pfahlviecher, die aufgespießt worden sind. Gut, ne? Also, bis dahin. Tschüss.